Wartest du schon lange? Ja. Also, was gibt es so Wichtiges? Elisabeth Brandner hat ein Angebot von Texolay eingeholt. Sie schlägt eine beträchtliche Investition im Bereich alternative Energien vor. Ich kenne das Dossier. Und ich halte es für interessant. Meiner Meinung nach übersteigt eine derartige Investition derzeit unsere Möglichkeiten. Außerdem finde ich, dass Lionshine Energy keinem Modetrend hinterherlaufen sollte, sondern antizyklisch investieren. Und das heißt im Moment die traditionellen Marktfelder. Außerdem entwickelt Frau Brandner für meine Begriffe im Moment etwas viel Ehrgeiz. Mehr als der Holding gut tut. Was ist diesmal dein Problem? Nach deinem Auszug kriegst du es ja offensichtlich nicht mehr so direkt mit, aber seit Vaters Krankheit spielt sich diese Bürgerliche auf, als wäre sie die neue Schlossherrin. Schade, ich hätte gern noch den Medienhafen gezeigt. Moderne Architektur interessiert dich doch, oder? Das würden meine Füße nicht überleben. Oh. Warum ziehst du zu einer Stadtführung auch die unbequemsten Schuhe an? Weil sie Lars sicher gefallen hätten. Zur Erinnerung. Ich war nämlich mit ihm verabredet. Aber ich hatte fast den Eindruck, dass du mein Treffen mit ihm absichtlich torpedierst. Warum sollte ich? Das frage ich mich auch. Ich stehe nicht auf Männer. Du etwa? Nein, ich stehe auf Karl. Wir sollten sie im Auge behalten und keinesfalls zulassen, dass sie ihren Einfluss weiter ausbaut. Ja, Frau Brandner ist ehrgeizig. Aber ich halte sie auch für loyal, kompetent und eigentlich auch für bescheiden. Trotzdem, die Holding ist ein Familienunternehmen. Carla, wir sind Geschwister. Wir müssen in diesem Punkt zusammenhalten. Also, sind wir uns einig? Ja, kommen Sie ruhig rein, Frau Brandner. Ich störe hoffentlich nicht. Nein, nein, wir haben ohnehin gerade von Ihnen geredet, besser gesagt. Über Ihr Angebot bezüglich Texolay. Tut uns leid, wir können Ihren Vorschlägen leider nicht zustimmen. Oh, das ist bedauerlich, aber im Moment zweitrangig. Ich komme gerade aus der Schweiz und habe Ihnen etwas von Ihrem Vater mitzuteilen. Geht's ihm wieder schlechter? Nein, nein, zum Glück nicht. Er vermisst Sie und er lässt Sie grüßen. Ja, das ist doch schön. Aber das ist noch nicht alles. Ab jetzt übernehme ich die Führung der Holding. Er hat mich darum gebeten und ich habe zugestimmt.